Jeden Tag ein anderes Schnäppchen, das ist das Prinzip von Groupon-Anbietern. Rabatte von 50, 60 und mehr Prozent sind keine Seltenheit, sondern die Regel. Es gibt solche zeitlich befristeten Sonderaktionen in Restaurants, in Theatern, Kinos, Wellness-Tempeln oder auch Geschäften vor Ort. Die Auswahl ist groß, die mögliche Ersparnis auch. Ja, solche Rabatte aus dem Internet liegen derzeit voll im Trend und werden Groupon genannt. Groupon, ein Kunstwort, das sich zusammensetzt aus Gruppe und Coupon. Denn genau darum geht es. Man kauft nicht mehr alleine ein, sondern bildet praktisch im Internet eine Interessensgemeinschaft. Man kauft gemeinsam mit anderen Leuten eine Sache ein und bekommt so dann Mengenrabatt, die Sachen eben günstiger. Am Ende bekommt man einen Coupon zugeschickt. Diesen Coupon druckt man aus und damit geht man dann ins Restaurant oder ins Geschäft. Und das ist das Prinzip. Die Rabatte gibt es online im Internet. Die Waren und Dienstleistungen, die bekommt man vor Ort in der eigenen Stadt. Und auf dieser Webseite hier, www.groupon.de, bekommt man solche Groupons. Für jede Stadt ein anderes Angebot. Jeden Tag wechselt das auch. Und da läuft auch eine Uhr und diese Uhr zeigt, wie viel Zeit man noch hat. Und diese Uhr, die soll künstlich Druck erzeugen, damit man nicht lange fackelt und möglichst schnell zuschlägt. Also aufgepasst. Man spart eine Menge. Es gibt Rabatte von 50-60% ohne weiteres. Und trotzdem sind diese Angebote seriös. Natürlich verdienen die Händler nicht allzu viel bei solchen Angeboten, bei solchen Rabatten. Aber sie bekommen neue Kunden. Das Ganze ist für sie Marketing, PR, Werbung sozusagen. Wer solche Groupons nutzen möchte, der sollte aber ein bisschen was beachten. Einen Groupon zu ergattern ist eigentlich ganz einfach. Erst die Stadt auswählen, in der man den Rabatt haben will. Viele große Städte sind bereits dabei. Danach ganz genau anschauen, was da eigentlich angeboten wird. In der Regel gibt es keinen allgemeinen Rabatt auf alles, sondern nur eine Sache günstiger. Ein Frühstück, ein Steak, eine ganz spezielle Wellnessbehandlung. Interessant? Dann auf Jetzt kaufen klicken. Die Webseite fragt dann aber auch sofort alle Daten ab. Die persönlichen Daten, aber vor allem auch, wie eigentlich bezahlt werden soll. Wer einen Deal macht, auf ein Angebot eingeht, der bekommt später dann einen Gutschein zugeschickt, einen Groupon. Damit muss man dann ins Geschäft. Bezahlt ist dann schon. Es gibt noch andere Anbieter solcher Gutscheine im Web, die ganz ähnlich funktionieren, unter www.groupons.de zum Beispiel. Auch hier findet man täglich neue Sonderangebote in vielen Städten. Und unter www.gutscheine.de kann man Schnäppchen im Web machen, denn auch Online-Händler machen mit bei der Jagd auf Kunden und bieten Rabatte an. Ja, das Web ist ja voll von Sonderangeboten und vermeintlichen Schnäppchen, aber hier empfehle ich dringend, nicht zu schnell zu handeln. Dann lieber doch vorher noch eine Preissuchmaschine mal aufrufen und da gucken, ob es die Sache, die Ware nicht irgendwo noch günstiger gibt. Das ist ja ganz schnell erledigt, bequem und kann helfen, richtig Geld zu sparen. Ja, das Rabattfieber hat mittlerweile sogar das Handy erreicht. Wer ein Smartphone in der Tasche hat, der kann auch beim Händler oder Restaurant einen Rabatt rausschlagen. Zum Beispiel ein Glas Sekt umsonst beim Italiener oder eine kostenlose Duftprobe in der Parfümerie um der Ecke. Gibt es alles mittlerweile. Man muss nur wissen, wie es geht. Alles, was man dazu machen muss, ist, sich bei Facebook Orte anzumelden und genau mitzuteilen, wo man sich gerade aufhält. Man muss also bei Facebook angemeldet sein und dem Dienst genau mitteilen, wo man gerade ist, den Aufenthaltsort verraten. Dann kann man sehen, ob es Rabatte oder Sonderpreise in den Geschäften in der näheren Umgebung gibt. Das ist natürlich nicht ganz ohne, denn so verrät man nicht nur Facebook, wo man sich gerade aufhält, sondern eventuell auch dem Händler, wer man ist. Man bezahlt den Rabatt also mit seinen Daten. Das muss nicht schlimm sein, man muss es nur wissen. Ja, mehr Infos über Groupons und Rabattsysteme im Internet ganz allgemein finden Sie natürlich auf unserer AKS-Homepage. Dort können Sie auch Fragen stellen und mit uns diskutieren. Wie immer unter der bekannten Adresse unter www.aktuellestunde.de. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.